Das ist eine interessante Geschichte. In Paris noch Seite an Seite und am Ende sogar mit einer olympischen Silbermedaille um den Hals. Wenige Wochen später Kontrahenten in der TTBL. Mit Anton Kjellberg und Christian Karlsson standen sich also am dritten Spieltag zwei schwedische Nationalspieler, aber auch zwei gute Kumpels gegenüber. Wir sind in Satz 1 und da setzt sich Anton Kjellberg leicht ab. Der trifft hier wunderbar den Ellenbogen von Karlsson. 7-5 für Kjellberg. Oh, macht das Spiel ganz schnell, war sozusagen ein Start-Zielsieg hier in diesem ersten Satz. Hat 5 Satzbälle und geht mit 1-0 in Führung. Yeah. Even if it's uncomfortable, must try to attack before. Yeah. Because when you are passive, then it's really ugly here to block and this is, then it's wet. Das war Benno Öhme, der gesagt hat, wenn er passiv ist und wenn er blocken will, dann ist es sehr, sehr schwierig, denn es ist warm gewesen in der Halle. Feuchte Bedingungen, dann ist das immer nicht ganz so einfach. Die Bälle fallen leicht mal runter. Tolle Reaktion hier von Kjellberg. Der einen richtig, richtig guten Eindruck machte, auch in Satz 2. Vorne war Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt ja insgesamt sogar auch schon 2-0 vorne durch die Erfolge von Dang Chu und Kai Stumper. Kjellberg jetzt 8-6. So, und das war jetzt der Moment, in dem Karlsson noch mal näher rankam. Hier mit dem Rückhandaufschlag. Das war 9-9, jetzt haben wir 11-10 Karlsson. Aber der Rückhandblock steht von Anton Kjellberg. Diese Verlängerung in Satz Nummer 2, die war wirklich gut. 11 beide. Unfassbarer Block. Aber diese nächste Chance, die nutzt Christian Karlsson und wie er sie nutzt. Wir kennen diesen Vorhandschwinger von ihm, wenn er wirklich alles reinwirft, wie hier zu sehen. Dann ist da wirklich wenig zu machen. 1-1 also. Und er machte dann auch ganz gut weiter. Allerdings muss man sagen, dass Anton Kjellberg hier auch gut schon mit 2-0 hätte führen können. Er ist dann im dritten Satz wieder leicht vorne, 7-5. Ja, sehr viel Gefühl auf beiden Seiten. Sehr schön zu sehen, wie er diesen Rückhandblock absticht. Die Antwort von Karlsson ist auch mit relativ viel Touch. Aber Kjellberg führt jetzt mit 10-5. Und holt sich Durchgang Nummer 3, führt also mit 2-1. Der Borussia fehlte nur noch ein einziger Satz, um dieses Spiel gegen Bad Homburg zu gewinnen. Und dieser Ballwechsel beschreibt es eigentlich ganz gut. Die Durchschlagskraft von Karlsson kennen wir. Aber Kjellberg, der dieses Spiel vorne am Tisch so unglaublich schnell machen kann, bietet hier einen super tollen Winkel an. Ganz tief in die Rückhand, nichts zu machen für Karlsson. Genau das ist das, was ich damit meinte. Feste Schläge auf der anderen Seite. Aber 6-3. In diesem Moment 7-3. Ja, da kann er nach hinten raus dann nichts mehr machen. Christian Karlsson, der sich hier im Arax Center Court natürlich auch fast wie zu Hause fühlt. Hat ja auch einige Zeit in Düsseldorf gespielt. Nicht unbedingt ein Auswärtsspiel hier für ihn. Jetzt 10-3 die Matchbälle. Jetzt spielen sie noch etwas auf Show. Topspin, Topspin. Anton Kjellberg ist der bessere Spieler gewesen. Er gewinnt gegen Karlsson. Der sieht das auch ein, der akzeptiert das. 3-1 Erfolg für Kjellberg, 3-0 Erfolg für Borussia Düsseldorf gegen Bad Homburg. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein.de.